Philip Henry Gussie, der Vater des Aquariums. Fische wurden schon vor sehr langer Zeit gehalten, entweder in angelegten Teichen oder Keramikgefäßen. Der englische Naturforscher Philip Henry Gussie kann aber als Vater des Aquariums angesehen werden. Philip Henry Gussie wurde 1810 im englischen Worcester geboren. Er war Naturforscher und religiöser Schriftsteller. Nach etlichen Reisen für verschiedene Projekte und Veröffentlichungen rund um die Welt zwang ihn ein gesundheitlicher Zusammenbruch dazu, 1852 zurück nach England zu ziehen, wo er wohl im Schlick der Küste von Devonshire nach Sachen suchte, die es wert waren, untersucht zu werden. 1853 schrieb er das Buch A Naturalist's Rambles of the Devonshire Coast, welches das Interesse sehr vieler Menschen für die Tierwelt der Meere weckte. 1853 wirkte er dann am Bau des ersten öffentlichen Aquariums im Regent's Park in London mit und konstruierte eines der ersten Heimaquarien. Danach schrieb er 1854 das Buch The Aquarium und legte damit den Grundstein zur viktorianischen Aquariummode. Und seine Wortkreation Aquarium und seine ersten rechteckigen Glaskästen mit Wassertieren legten den Grundstein für unser Hobby. Philip Henry Gussie ist der Vater des Aquariums. Witzigerweise nannte man in früheren Zeiten den Keller von Apotheken, wo allerlei Flüssigkeiten gelagert wurden, Aquarium. Das nur so am Rande. Gussie kam dazu, das Aquarium zu erfinden, um seiner Leidenschaft nachzugehen. Nämlich so oft und lange wie möglich Dinge der Natur zu untersuchen, die er sich so praktischerweise dann nach Hause holte. So holte er Meerestiere und verbrachte sie in Behälter, um diese zu studieren. Anfangs lebten die Tiere freilich nicht lange, weil er viel zu viele Tiere in die Behälter zwängte. Später verlängerte er das Leben seiner Studienobjekte durch Wasserwechsel mit frischem Meerwasser. Er entdeckte auch, dass Pflanzen im Süßwasser Sauerstoff erzeugten und so die Bewohner eines Aquariums am Leben erhalten können. Nach seiner extrem erfolgreichen Publikation The Aquarium war die Saat gesät und es gab kein Zurück mehr. Anfangs allerdings ärgerte er sich wohl über den Erfolg seiner Idee, denn ganze Heerscharen von Menschen sammelten plötzlich die Küsten ab, um Stücke für ihre Heimaquarien zu sammeln. Diesem Mann haben wir also unser Hobby zu verdanken. Vielen Dank, Philip Henry Gussie. Hat euch dieses Video gefallen? Wenn ja, dann lasst mir noch ein Like da und ein Abo. Bis zum nächsten Mal auf Aqua One.